Die letzten 10 Minuten des Spiels. Und wenn die Super Strikers diesen Spielstand halten können, haben sie ihren Platz im Super League-Finale sicher. Aber IU wird einen Berg erklimmen müssen, wenn sie von hier aus noch das Finale erreichen wollen. Hä? Mach schon, Trottel! Die Uhr tickt! Komm schon, Dancing Ruster! Greif an! Greif an! Was redest du da, Fran? Wir brauchen doch nur ein Unentschieden! Aber Dancing Ruster ist der Kapitän meines Fantasy-Teams, Spencer! Wenn Ruster trifft, schaffe ich es an die Spitze meiner Fantasy-League! Ja, aber wenn er auf Nummer sicher geht, landet er in der Spitze der echten League! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, Schwachkopf! Tagfinger am eigenen Teamkollegen? So etwas habe ich noch nie gesehen, Brenda! Das ist eine echte Chance für Invincible United! Scarra! Ich stehe frei! Aber Scarra verschwendet keine Chance! Scarra! Du Idiot! Sie standen frei! Ha, was willst du schon machen, Wins? Was? Es reicht, Scarra! Ich nehme dir endgültig die Kapitänsbinde ab! Ein Monat vor dem Finale? Bitte, du wirst niemanden finden, der mich ersetzt. Das habe ich schon, Scarra! Das hab ich schon. So gut wie die Super Strikers spielen, muss man fast schon Mitleid mit denjenigen haben, die ihnen im Finale gegenüberstehen. Aber für ihre Rivalen sieht es gar nicht so rosig aus. Ohne Form, ohne Kapitän sind nur noch 5 Spiele in der Saison zu spielen. Wer wird Invincible United durchs Ziel bringen? Wir schalten nun live ins Wise. Er ist ein geborener Anführer, ein Hirte verlorener Fußballseelen. Er ist ein Mann, der dafür bestimmt ist, dieses großartige Team zu vereinen. Ich präsentiere Duma! Wer? Ja. Danke, vielen Dank. Ich bin stolz, dass ich der neue Kapitän von Invincible United sein darf. Invincible United hat bereits die besten Spieler der Liga. Meine Mission ist es, ihnen den Ruhm zu verschaffen, den sie verdienen. Also, was sagt ihr Jungs? Seid ihr bereit, eure Saison rumzudrehen? Ich schieße die Tore, warum kriegt er dann den ganzen? Glück gehabt, du mickriger kleiner Halbstarker. Nichts für ungut, Uber. Du hast heute gut gespielt. Was auch immer, ich freue mich darauf zuzusehen, wie die Super Strikers euch im Finale vernichten. Nein! Ah! Du gestaltveränderter Scharlatan! Du stumpfes Ungeheuer! Duma. Geht's besser? Ja. Denkt Duma an seinen Termin im Refab heute Abend? Ja. Refab, ja? Sieht aus, als hätte Mr. Perfect ein kleines Problem. Ja! Ja! Ich gewinne die Fantasy League in dieser Saison! Ich kann nicht glauben, dass du Duma zu deinem Captain gemacht hast. In Wirklichkeit lebe ich für die Super Strikers, aber in der Fantasy League geht es mir nur um die Punkte. Oh. Sind sie so reich, dass es wehtut? Drückt der Ruf sie nieder und bereitet ihnen Rückenschmerzen? Dann kommen sie zu Refab, dem Heilbad, das so explosiv ist, dass wir nach ihrer Behandlung ihr Gedächtnis löschen müssen. Hey, warte mal! Dieser Arzt ist der Typ, der immer bei Duma ist. Aber was will Duma mit einem schnieken Spa-Arzt? Hört sich wie ein wahres Rätsel an. Ich weiß, woran du denkst. Vergiss es. Du hast die Werbung gehört. Refab ist nur für die Reichen und Berühmten. Ich kenne jemanden, der reich und berühmt ist. Nein, nein, nein! Nehmen Sie das weg! Nicht das, bitte! Alles nur nicht das! Was ich für den Fußball mache? Komm, Duma. Du wirst dich sehr bald wie eine neue Person fühlen. Ja, guter Duma.
Verhaltensrekonstruktionsstation? Hört sich ernst an. Tommy, wie fühlen Sie sich bei dem Foto? Wütend! Verraten! Spike, möchten Sie strudeln? Gib mir! Was ist das für ein Ort? Wer bist du wirklich, Duma? Lebenslange Sperre? Komplettes Persönlichkeitsupgrade? Achtung, von Stress fernhalten! Duma ist eine tickende Zeitbombe! Das ist nicht der Aromatherapieraum, hm? Lass es! Shakes? Gara? Gib mir Dumas Akte! Auf keinen Fall! Die ganze Welt muss über Duma erfahren! Nicht bevor er dein halbes Team im Finale verletzt! Gib sie mir und er wird gar nicht erst beim Spiel auflaufen. Warum sollte ich dir glauben? Denkst du, ich lasse Duma mein Team stehlen? Ich bin Invincible United. Ich weiß nicht. Vielleicht passt ja perfekt zusammen. Gib her! Dir dabei helfen nicht die ganze Zeit ein absoluter Idiot zu sein. Hä? Wer ist da? Wer spioniert Duma aus? Ich werde diese Wand einreißen. Wenn ich dich finde, trete ich dich ins All. Das ist meine Ruhezeit. Meine Ruhezeit. Was tun Sie hier? Zutreten nur für Berechtigte. Ich habe diesen Patienten dabei erwischt, wie er in Dumas Akte rumschnüffelt. Ich bin kein Patient. Nehmt ihn fest. Ich bin nur... Nein, halt! Lassen Sie mich los! Fußball behandeln. Niemand stört Duma. Kommt damit davon. Oh. Schau dir das an, Brenda! Coach bringt seinen geheimen Super-Super-Satzmann! Spencer! Oh, Mac, ich liebe Spencer. Er ist der Bär. Uah! Wie lange habe ich geschlafen? Die ganze Nacht. Was? Warte, warst du die ganze Nacht auf? Das ist das Super League-Finale. Die Fantasy-Punkte zählen doppelt. Ich muss mein Team perfektionieren. Hey, schau mal! Hm? Das ist Duma. Das erinnert mich daran, dass ich mich noch entscheiden muss, ob ich Rasta oder Duma zu meinem Captain mache. Vergiss es, Fran. Shakes hätte schon für Ewigkeiten da raus sein müssen. Ich muss ihn suchen. Aber wie willst du da reinkommen, hm? Ich habe einen Plan. Willkommen bei Refab. Willkommen zu Ihrem neuen Ich. Nein! Ich mag mein aktuelles Ich sehr gerne. Als ob mich jemand hören könnte. Ich hingegen höre jede verlorene Seele. Sie wollten all die harte Arbeit an Dumas Heilung zunichte machen. Seine Heilung? Der Rest der Liga wird Heilung brauchen, wenn wir nicht aufhalten. Ich habe da zu viel harte Arbeit reingesteckt, als dass ich es mir von Ihnen ruinieren lassen würde. Sie können mich nicht einfach da behalten. Davon träume ich nicht mal. Nun, welche Persönlichkeit hätten Sie gerne? Superheld? Teleshopping-Verkäufer? Tanztheaterliebhaber? Tanztheater? Was für ein Irrer sind Sie? Ich weiß. Wie wär's mit einer kleinen Kombination? Wir wollen doch nicht Ihre Behandlung vorzeitig abbrechen. Letztlich hat der Spaß doch gerade erst angefangen. Willkommen bei Refab. Willkommen zum neuen Ich. Wir stehen kurz vor dem Super League-Finale und vor Du-Mania. Ich weiß auch warum. Duma ist eine absolute Legende. Und sein Team liebt ihn genauso wie die Fans es tun. Also, raus da und denkt dran, egal was passiert, ich bin stolz auf jeden Einzelnen von euch. Sehr inspirierend, Captain. Also, verrate mir, ist in deiner Strategie auch vorgesehen, den Coach anzugreifen, ein Fan der gegnerischen Mannschaft zu treten oder mein persönlicher Favorit, dem Schiri die Pfeife in die Nase zu prügeln? Ich weiß, wer du wirklich bist. Und wenn du mir mein Kapitänsamt nicht wiedergibst, wird Wins es erfahren. Scarra, Scarra, Scarra. Ich war auch mal wie du. Wütend, bedroht. Aber mein Arzt bei Refab hat mir dabei geholfen, einen besseren Weg zu finden. Du kannst in Erinnerung schwelgen, während du deine Tasche packst.
Alleine kannst du nur der böse Captain des dreckigsten Teams der Liga sein. Aber wenn alle Kameras auf mich gerichtet sind, denken alle, dass sich Invincible United wirklich verändert hat. Und du kannst tun, was auch immer du tun willst. Gemeinsam können wir endlich die Super League-Trophäe kriegen. Gemeinsam können wir die Super Strikers zerstören. Na, das ist mal inspirierend. Hallo, ich bin es, internationaler Fußballstar El Matador. Sie sehen überhaupt nicht aus wie El Matador. Warum denken Sie, bin ich hier? Ich brauche professionelle Hilfe. Okay, okay, gehen Sie durch zum Wartezimmer. Ha! Ja! Nun, bisher war Invincible United die ganze Zeit am Ball. Wer hätte das gedacht? Ich, als ich gesehen habe, dass Shakes Name nicht in der Startaufstellung zu lesen war. Eine sehr eigenartige Entscheidung der Super Strikers. Warum nur macht ihr das immer? Verabschiede dich von deinem alten Ich. Sag Hallo zu deinem neuen Ich. El Matador? Wie lange war ich weg? Shakes, ich bin Spencer. Wach auf! Er hat es mitgenommen. Ich muss zum Spiel. Die Jungs sind in Gefahr. Wovon sprichst du da? Ich erkläre es dir unterwegs. Wir müssen uns beeilen. Aber Shakes, du hast dann diese verrückte Maschine angeschlossen. Keine Sorge, Spencer. Mir geht's gut. Die erste Halbzeit ist fast vorbei und die Super Strikers sind kaum an den Ball gekommen. Und das alles dank diesem Mann, dem inspirierenden Kapitän von Invincible United. Ein vollkommen netter Typ. Invincible United hat soeben meine Hand an die Trophäe gelegt. Yeah! Was machen wir? Ich weiß nicht, Mann. Mit Duma am Drücker ist Invincible United wirklich unschlagbar. Und wirklich eins. Keine Furcht, ich bin wieder vorbei. Na endlich. Wird Zeit, Mann. Wo warst du? Ich enthülle das dunkle Geheimnis. Der echte Duma war ein brutaler Grobian, der lebenslang von der Super League gesperrt wurde. Aber er hat eine persönlichkeitsverändernde Prozedur hinter sich, die ihn zu einem netten Kerl gemacht hat. Aber die Behandlung ist Betrug. Duma ist immer noch böse und nur ich kann ihn aufhalten. Danke, Shakes. Das war wirklich, dramatisch. Also, wie halten wir ihn auf, Shakes? Mit der niegelnagelneuen Hightech-Defab-Audio-Ampulle aus der Tasche von Dumas Assistenten. Nur einmal zugehört, wird Duma wieder normal. Es ist wahr. Was denkt ihr, wie hoch wir gewinnen mit dieser wahnsinnig neuen Erfindung? 2-1? 3-1? Genau. Hör zu, Shakes. Unsere höchste Priorität gilt dem Spiel. Wenn wir Duma entlarven können, ist das nur ein Bonus. Verstanden, Captain. Das schreit nach einer Feier. Und 1, und 2, und 3, und 4. Jungs, ich glaube, Shakes hat eine Dosis von dieser verrückten Persönlichkeitsbehandlung abgekriegt. Echt? Was lässt dich das denken? Also so können wir ihn nicht auflaufen lassen. Keine Sorge, Jungs. Ich schaff das. Jason! Ha, auf keinen Fall. Coach, Sie wissen genauso gut wie ich, dass wir Shakes da draußen brauchen. Er kann den Unterschied schaffen, selbst wenn er nicht ganz er selbst ist. Und der Treibung des Jahres, Captain. Aber du hast recht. Ja. Ich gebe ihm 15 Minuten. Aber wenn seine Verfassung sich nicht bessert, nehme ich ihn wieder raus. Die Spieler kommen zur zweiten Hälfte raus und Shakes hat beschlossen, mit dabei zu sein. Also Duma war die ganze Zeit der Böse. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn beinahe als Fantasy-Captain gewählt hätte. Beinahe? Keine Sorge, Spencer. Es gibt nur einen Mann, den ich für das Super League-Finale wähle. Gehört? Rufen Sie jetzt an und behalten Sie Superstar El Matador absolut umsonst dazu. Ich muss treffen. Es ist meine Bestimmung. Der
Schiri stoppt das Spiel, damit die Sanitäter sich Automatik und Dingern anschauen können. Vielleicht sollten sie sich auch Shakes Kopf anschauen, wenn sie da draußen sind. Er verhält sich verrückt, seit er aufgelaufen ist. Alles klar, Jungs. Jetzt kommt unsere Chance, die Fab-Kapsel zu kriegen. Der unheimliche Typ lässt aber seine Augen nicht davon ab. Wir brauchen eine Ablenkung. Irgendwas Großes. Irgendwas Übertriebenes. Irgendwas komplett Verrücktes. Was? Hm? Ich weiß nicht, wie du entkommen bist, aber... Klappe an, Drecksack. Denn Mann, da habe ich einen Deal für dich. Und der geht ungefähr so. Und eins, und zwei, und eins, zwei, drei, vier. Hey, Shakes! Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du dir das Tanztheater für nach dem Spiel aufheben sollst? Aber der Charleston ist mein Favorit. Alles klar, das reicht. Wenn Sie mehr sehen wollen, kommen Sie nach dem Spiel vorbei. Gut, großartig, tschüss. Okay, wir haben die Bifab-Kapsel. Jetzt müssen wir Duma und Onat dazu kriegen, sie sich anzuhören. Strategiewechsel, Shakesman. Ja, du brauchst das Defab mehr als sonst jemand. Ich? Aber an mir ist doch nichts auszusetzen. Oder? Was habe ich getan? Sagen wir es so. Du wirst die Spiel-Highlights lieben. Aber was ist mit Duma? Es ist, wie Shakes gesagt hat. Setz Duma unter Stress und seine wahre Persönlichkeit wird wieder durchkommen. Und wie machen wir das ohne die Fab-Kapsel? Indem wir die volle Kraft der Super Strikers einsetzen. Danke, dass Sie Real Fab nutzen. Hier ist unser Defab. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Willkommen zurück, Shane! Na, das sieht schon eher nach den Super Strikers aus. Duma! Steh nicht dumm um! Duma, du Idiot, Thomas! Duma, was sollen wir tun? Duma! 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 Was für eine Chance! Oh nein, er wurde ausgenockt von... Duma? Ich glaube es nicht! Genauso wenig wie die Fans, Mac. Ihr armseligen Idioten! Seht ihr, was er mit mir macht? Die Superstärkers machen den Preis so schnell! Hey. Die Männer in Rot sind wieder im Spiel! Alles klar, Jungs. Das ist es. Der Moment, für den wir die ganze Saison gekämpft haben. Jetzt bringen wir unseren Namen auf diese Trophäe. Hey, Duma. Das ist alles Shakes Schuld. Er ist derjenige, der der Welt dein Geheimnis verraten will. Ja, ja. Ich zerstöre ihn. Ja. Schöner Zug der Super Striker. Shakesman, schieß! Wow, das ist ein Captain! Was für ein dramatisches Tor, Mac! Aber zu welchem Preis, Brenda? Ja, Rasta! Ja! Was für inspirierende Szenen! Für die Super Strikers. Aber kein glückliches Ende für Duma. Was ist mit ihm passiert? Das hier halte ich von ihrer Karte. Böser Duma. Setz deine Kopfhörer auf und komm zurück zu Refab. Ich habe es, auf ihn zuzuhören. Duma ist böse und er liebt es. Was für ein eigenartiger Typ.
Ich präsentiere Ihnen nun die Meister der Super League, die Super Striker! Aber wartet, das war noch nicht alles. Erwischt. Das war nicht witzig. Ja, hoffen wir, dass es in der nächsten Saison ein wenig leichter wird als in dieser, ja? Spiel der Super Strikers gegen Barca. Und die spanischen Passgötter beherrschen das Spiel komplett. Du sagst es, Brenda. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann die Super Strikers zuletzt den Ball hatten. Das sieht schon besser aus. Brillantes Tackling von Dancing Rasta. Und Riano klärt die Lage. Zumindest vorerst. Die Super Strikers haben eine letzte Chance, um mit dieser Ecke auszugleichen. Gut, Jungs. Ich weiß, es war ein hartes Spiel, aber Barca ist bei hohen Bällen wehrlos. Das ist unsere Chance, Mann. Du hast es versucht, Shakes. Aber selbst die Super Strikers sind unserer Bewegung und Kontrolle nicht gewachsen. Das Spiel ist noch nicht vorbei, Riano. Shakes steht frei! Das Tor ist frei! Oh nein, das ging daneben! Nach einem solchen Fehler wird er die morgigen Schlagzeilen nicht lesen wollen. Shakes, Shakes! Hier drüben! Kriegen wir einen Kommentar zu Ihrem schrecklichen Fehlschuss? Du weißt doch, was man sagt, Shakes. So was wie schlechte Publicity gibt es nicht. Shakes! Hey, Shakes, Ben Z, Football 360. Stimmt es, dass Sie keine Kopfbälle hinkriegen? Was für eine Chance haben die Super Strikers im Rückspiel gegen Barca, wenn sie nicht einmal die Grundlagen beherrschen? Vielleicht sollte man die Redewendung ändern. In so etwas wie schlechte Publicity gibt es nicht, es sei denn, du kriegst einen Ball ins Gesicht. Keine Sorge, Shakes, Mann. Ja, Mann, die Paparazzi haben ein Kurzzeitgedächtnis. Denkt ihr? Natürlich, Mann. Weißt du noch, wie mein Afro bei der Preisverleihung runterhing? Nein. Genau. Ja, sowas passiert jedem Mal. Jetzt nimm die blöde Brille ab. Du hast nichts zu verstecken. Ehrlich gesagt. Barca hat uns in Pässen und Klasse geschlagen. Aber daran können wir nun nichts ändern. Was wir aber tun können, wir können nach Barcelona reisen und uns revanchieren. Genau. Die Verteidigung in der Luft ist die Schwäche von Barca. Und wir müssen sie ausnutzen. Ich hoffe, ihr seid bereit für ein intensives Kopfballtraining. Um mir zu helfen, braucht es etwas mehr als Training. Deswegen schicke ich dich zu einem alten Freund, einem legendären Kopfballtrainer namens El Ariete. Der Rambok. Sie meinen doch nicht diese alte Geschichte über den verrückten Kopfballtrainer? Er lebt in einem alten Piratenturm auf Ibiza und schießt mit einer Kanone auf Eindringlinge. Boom! Das ist doch nur ein Ammenmärchen, oder Coach? Nun ja. El Arietas Methoden sind ein bisschen unüblich. Coach, meinte Tiger die Weltpark, die Hauptstadt und das tropische Paradies Ibiza? Aha. Ich glaube, ich brauche auch ein besonderes Kopfballtraining, Coach. Ich bitte dich, Mann. Dein Kopf ist so groß, damit verfilzt du keinen Ball. Aha. Ich habe in der Tat eine Aufgabe für dich, El Matador. Und zwar eine Sache, in der du sehr gut bist. Oh, was ist es? Tore schießen? Tanzen? Alles andere auf der Welt? Zieh die Aufmerksamkeit auf dich. Hey! Okay, darin bin ich auch sehr gut. Ah, Ibiza! Psst! Hier wimmelt es nur so von Paparazzi. Entspann dich, Shakes. Niemand wird erfahren, dass wir hier sind. Was? Glück gehabt.
Unterschätze nie den Nutzen eines Pop-Aussellers, oder, Shakes? Aber wie sollen wir den Piratenturm finden, wenn die alle hinter uns her sind? Du konzentrierst dich auf das Training und überlässt die Presse El Toro. Hey, wer will ein Foto von mir? El Matador und meinem Handlanger Shakes. Mann, ich wünschte, ich wäre so cool wie du, El Matador. Und jetzt auf zum Piratenturm. Ah, dann sind Sie am richtigen Ort. Ich habe Piratenturm-T-Shirts, Piratenturm-Tassen, Piratenturm-Säbelkarte, Piratenturm-Schickalben und mein Lieblingsstück, die Piratenturm-Actionfigur. Erlaubt, meine Freunde, auf zum Piratenturm. Nun, eigentlich suche ich den echten Piratenturm. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Dann brauchen Sie meine Piratenturm-Kartensammlung. Au! Au! Ich hätte Piratenturm-Insektenspray kaufen sollen. Au! Briano, Sie haben schon die Super Strikers in Strikerland geschlagen. Zu Hause zu gewinnen, sollte ein Kinderspiel sein. In der Form, in der wir gerade sind, können wir jeden überall schlagen. Shakes und El Matador wurden beim Entspannen auf Ibiza gesichtet. Finden Sie das respektlos? Ibiza, sagen Sie? Entschuldigen Sie mich bitte, ich musste etwas überprüfen. Wow! Tiger hat keine Witze gemacht mit den Kanonen. Wow! Ich habe dich erwartet, Shakes. 998, 999, 1000. Ja, Mann. Wir müssen ganz schön ranklotzen, um Barker zu erledigen. Sehr gut, Super Strikers. Ja, nun. Wir müssen eine Schippe drauflegen, nachdem ihr uns total fertig gemacht habt. Ich wollte sehen, wie es Shakes geht. Ha, der musste sich mal ein bisschen freinehmen. Ah ja, der Urlaub auf Ibiza. Auf welchem Teil der Insel ist er? San Antonio, glaube ich. Am Strand? Ah ja. Nun, ich hoffe, Shakes konzentriert sich wieder aufs Spiel. Ich erwarte nächstes Mal eine größere Herausforderung. Mann, Alter, denkst du, er weiß was von Shakes Training? Nun, er wird sich wohl fragen, warum er direkt vor einem großen Spiel auf Ibiza ist. Ich bin sicher, dass er die Geschichte von El Ariette gehört hat. Es ist nicht schwer, zwei und zwei zusammenzuzählen, Mann. Es ist egal, was Riano weiß. Solange El Ariettes Training seinem Ruf gerecht wird. Oh. Oh. Hm? Oh. Nicht schon wieder. Beschwerst du dich, du listiger Schnüffler? Bist du hier, um das Geheimnis des Piratentums zu lüften? Nein. Dann schnüffle nicht herum. Okay, verstanden. Also... Was ist in dem Buch? Das ist eine Liste meiner Schüler. So viele haben das Training durchlaufen? Das wird offensichtlich nicht so schwer, wie ich dachte. Ja, sicher, du Besserwisser. Wir werden sehen. Nichts für ungut. Aber sind Sie nicht ein bisschen zu klein, um Kopfballtrainer zu sein? Ha! Größe hat damit nichts zu tun. Wenn du lernen willst, wie man köpft, musst du drei einfache Fähigkeiten haben. Die erste, Kraft. Kraft? Alles klar. Dann zeigen Sie mal, was Sie drauf haben. Okay, okay. Vielleicht fangen wir mit dem halben Programm an. Komm schon, Shakes. Wie willst du es mit Barker aufnehmen, wenn du nicht mal eine kleine Kanone entgegentreffen kannst? Kommst du raus und trittst mir entgegen, oder muss ich diesen Baumstamm in die Luft jagen? Das ist Wahnsinn. Das ist Kopfballtraining. Ah!
Ich bin in meinem Leben noch nie so oft gesprungen. Wie sagst du das? Ich bin so kaputt, dass ich meine Beine nicht mehr spüre. Ich bin so kaputt, ich kann meine Hände nicht spüren. Vielleicht kann ich meine Beine auch nicht spüren, weiß es aber nicht, weil ich meine Beine nicht mit meinen Händen fühlen kann. Ich weiß, dass der Coach uns hart zusetzt, aber das ganze Extra-Training wird sich auszahlen. Jungs? Von den heißesten Partys bis zu den exklusivsten Veranstaltungen, Shakes und El Matador wurden überall gesehen, außer auf dem Trainingsgelände. Oh nee, Shakes! Mann, halluziniere ich von dem harten Training oder war das wirklich ein Pappaufsteller von Shakes? Ich kann nicht glauben, dass die Leute auf El Matadors Betrug reinfallen. Ich kann nicht glauben, dass wir unsere Hintern abarbeiten, während er feiern geht. Nun, er lenkt die Presse aber ab, Mann. Hoffen wir, dass Shakes seinen Teil des Handels hält. Ich habe dir beibebracht, wie du mit Kraft ja, kämpfst. Ja, da sagen sie was. Nun bringe ich dir die Genauigkeit bei. Wow. Da. Sie wollen, dass ich den Ball da durchkriege? Bist du ein Medium? Hast du magische Kraft? Nein. Wie willst du da mit geschlossenen Augen köpfen? Versuche es noch einmal. Auf damit! Denkst du, du bist der berühmte Boxer aus dem Film? Willst du den Zeitlupe am Strand entlang laufen? Ich glaube, ich habe das gerade getan. Du hast nicht zu feiern. Das Training ist noch nicht vollendet. Es ist an der Zeit, dass du den letzten Schritt tust. Alles klar. Ich bin bereit. Moment. Meinst du den letzten Schritt? Coach, Barker hat ihr Team bereits zu Hause geschlagen. Denken Sie wirklich, dass die Super Strikers im Rückspiel gewinnen können? Barker ist in guter Form. Aber wir haben hart trainiert, um auf ihr Niveau zu kommen. Nur noch wenige Stunden vor dem Spiel sind Shakes und El Matador immer noch nicht da. Wo sind ihre Top-Stürmer? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich sollte die Presse häufig ablenken. Wir schalten jetzt nach Ibiza, wo unsere Reporter dieses schockierende Filmmaterial entdeckt haben. Und hier sehen wir, wie El Matador Shakes ertränkt. Aber er hat gebrannt! Und hier sehen wir, wie er die Leiche los wird. Was? Soll ich für ihn auch noch Geld für Saxi zahlen? Es ist ein Pappaufsteller! Hallo, Officer. Könnten Sie mir eine Sekunde geben? Ich hoffe, du hast das Training absolviert, Shakes, denn dir rennt die Zeit davon. Auf keinen Fall, das kann ich nicht. Dann ist dein Training unvollständig. Aber ich habe Kraft und Genauigkeit gemeistert. Was lerne ich daraus, von einer Klippe springen? Mut. Mut? Feuer, Nerv, Tatkraft, Schneid, Rückgrat. Shakes! Ja, ich weiß, was es bedeutet, aber was hat es mit Köpfen zu tun? Alles, Shakes! Musstest du noch nie mit dem Kopf voran in eine Gruppe von Verteidigern springen und hast dir deinen Kopf am Torpfosten gestoßen? Sicherlich nicht so häufig wie Sie. Ah, jetzt bist du ein Witzbold, ein Komiker. Schade, dass deine Witze so schlecht sind wie deine Kopfbälle. Sie wollen mir sagen, dass alle in diesem riesigen Buch runtergesprungen sind? Nein, Shakes, du hast das falsch verstanden. Das Buch beinhaltet Leute, die das Training nicht bestanden haben. Ninja? Johann Uber? Scara? Wer hat denn das Training bestanden? Niemand. Es gibt kein anderes Buch. Gut. Wenn es so wichtig ist, von dieser Klippe zu springen, warum machen Sie es dann nicht? Hör! Warten Sie! Ich meinte nicht! Oh, das ist ziemlich eigenartig.
Was auf der Tour passiert, bleibt auf der Tour, okay? Barker gegen die Superstrikers live aus dem Fallcamp. Und es sieht so aus, als würde das Rückspiel für die Männer vom Coach noch schwerer werden. Wem sagst du das, Brenda? Shakes ist tot und El Matador in Haft. So fehlen den Superstrikers ihre Topstürmer. Was? Ich lese nur die Schlagzeilen der letzten Woche, Brenda. Oh, sieh mal, Haggis ist im Angebot. Das wird immer schlimmer, Mann. Immer noch keine Meldung von Shakes und El Matador? Mann, ich hätte lieber einen Stürmer, der nicht köpfen kann, als gar keinen Stürmer. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, Mann. Ihr solltet nicht alles glauben, was ihr in der Zeitung lest. Ja! Haha, Shakes, Mann. Und, wie lief das Training, Shakes? Ungefähr so. Oh. Sehr schön, Mann. 1, 2, 3. Super Strikers! Ah, hallo, Shakes. Ich merke, das Gerede über dein Ableben war maßlos übertrieben. Ja, nun, du kennst die Medien. Nur Gerüchte. Ich habe letztens ein Gerücht gehört. Über einen alten Kopfballtrainer, der auf Ibiza lebt. Klingelt da was, Shakes? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe auch gehört, dass diejenigen, die sein Training vollenden, unaufhaltsam sind. Was ist schon dabei, dass ich nicht von der Klippe gesprungen bin? Ich weiß, wie man köpft. Wann werden es diese aufgeblasenen Superstars lernen? Ohne Mut werden sie den Kopfball nie beherrschen. Hallo? Ben Z von Footballs 360. Ich folge einer Spur, dass der Superstrike-Star Shakes für ein besonderes Training hergekommen ist. Einen Moment bitte. Bin gleich da. Hä? Shakes wird versuchen, Barkas Schwäche in der Luft auszunutzen. Ha, zu schade, dass seine Schwachstelle in der Luft ist. Ich schaff das. Kraft! Oh, wie sehr lag ich falsch? Shakes ist von den Toten auferstanden. Buchstäblich, wenn man den Schlagzeilen glauben mag. Yeah. Du hast Kraft gemeistert, na und? Das reicht nicht aus. Findet ihr nicht auch? Und da ist ihr unverkennbares Passspiel. Grandios! Das ist eine Nachricht wert, Brenda! Was für ein brillantes Tor von Riano! Die Superstrikers haben das erste Tor geschossen, aber Barker hat gezeigt, warum sie die Favoriten sind. Die erste Halbzeit ist fast vorbei und die Superstrikers stehen vor einer Ecke. Wow! Barker hängt dicht an Shakes dran! Aber er schafft es durch! Genauigkeit! Tor! 2-1 für die Superstrikers! Hey, Riano, sein Name ist El Ariete. Und du hast recht, seine Absolventen sind unschlagbar. Jungs, nächstes Mal, wenn Shakes einen Kopfball versucht, möchte ich, dass alle an ihm dran sind, okay? Ja. Da sind wir wieder! Wer braucht Mut, wenn man Tour Nummer 3 schafft? Ah! Oh! Oh! Oh. Hä? Ah. Und Shakes ist eine einmalige Gelegenheit entgangen. Warum hat er den nicht einfach reingekommen? Barker bedrängt ihn und es scheint, als hätte er sein Selbstvertrauen verloren. Schneller Passkonter! Ein typisches Tor von Riano bringt den Ausgleich. Was ist mit Shakes passiert? Kein Mut, kein Ruhm. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen und nun ist die Chance gekommen, das Siegestor zu schießen. Shakes, Mann, nur Mut. Ich hab's im Gefühl. Das ist das Problem. Mut ist der dritte Teil von El Arietes Training. Und ich habe es nicht geschafft. Sich kopfüber in etwas zu stürzen, ist beängstigend. Aber du musst einfach auf dich vertrauen, Mann. Letzte Chance im Spiel. Aufgepasst, Leute. So knapp. Noch gibt es eine Chance. Aber keine große. Zwischen dem Ball und dem Tor ist ein Meer an Barker-Spielern. Köpfer, Shakes! Köpfer!
Mut. Was für ein Tor! Shakes holt den Sieg für die Super Strikers! Ja! Zurück an die Wand! Respekt, Mann. Shakes! Gut gemacht, Shakes. Ich denke, du hast El Arietti stolz gemacht. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe seine letzte Lektion geschwänzt. Shakes! Riano! Kriege ich ein Foto von euch beiden? Er wollte, dass ich von einer Klippe springe. Aber ich war nicht mutig genug. Ha! Nach so einem Flugkopfball kann niemand behaupten, dass du nicht mutig genug bist. Ich denke, du hast recht. Hä? Sprich dein letztes Gebet, Eindringling! Moment! Nicht schießen, ich bin's, Shakes! Besser wie Sir! Bevor ich abreise, wollte ich Ihnen für alles danken. Du hast Mut bewiesen, Junge. Du sagst aber nicht, dass du nur dafür zurückgekommen bist. Nun, da wäre noch eine Sache. Das Buch der Erfolge. Aber du hast dein Training nicht absolviert, Shakes. Hä, Shakes? Arschbombe! Ein paar frische Beine für die Super Strikers, Brenda. Wir verbeugen uns vor Shakes. Die Super Strikers schonen ihren großen Stürmer vor ihrem Spiel gegen Technicali. Fantastisches Tor vorhin von dem jungen Stürmer. Nun, Klaus könnte Schaden anrichten. Als Austauschspieler mag er ja sehr gut sein, Mac. Viel Glück, Kumpel. Passt zu mir und alles wird super. Ich muss da mal durch. Los, Shaw! Dancing Rasta! Rasta zu El Matador. Der Latino-Zauberer erlebt eine phänomenale Saison. Okay, pass wieder zurück. Jetzt! Du triffst wie ein Superstriker, aber kannst du auch wie ein Mach dich bereit für die Startelf, Klaus. Bart, ich niese, wenn ich nervös bin, klar? So, meine Lieblinge. Mal sehen, ob ich es endlich hinkriege. Euer Anzug wird die Spieler überschnell machen, überstark und übermenschlich. Tyrannosaurus-Tanz. Ich tanze wie ein T-Rex, ein T-Rex. Was machst du hier? Die Anzüge. Sind sie fertig? Nein! Sie sind noch nicht fertig. Der Akku hält noch keine 90 Minuten. Warum sind 90 Minuten so wichtig? Verschwinde! Raus hier! Und wie oft muss ich euch sagen, schließt die Tür zu meinem streng geheimen Labor! Vielleicht brauchen wir unseren geheimen Vorteil gar nicht. Hey Jungs, wartet! Hollywood, Land der größten Stars. Ja, nun wo ich hier bin, ist es das. El Matador? Ja. Ich denke nicht, dass du der größte Star Hollywoods bist. Okay, wer ist es dann? Ein berühmter amerikanischer Schauspieler? Ein großer Rock'n'Roll-Star? Nein. Was? Oh. Es ist Klaus. Boah, Mann. Du bist ja Klaus. Du bist ein Notmann, Alter. Du
musst dich echt irre vorbereiten. Technikali dominieren, echt krass. Boah, ich spreche in Dialekt. Sie quatschen ihn voll, wie furchterregend die Typen von Technikali sind. Und ist er bereit für ein Kahuna der Kalifornier oder wird ihm Chuck T. Chipperson einen Neptun-Cocktail verpassen, weil er so ein Kuk ist? Sie sagen, Klaus ist eine Nulpe. Eine Null. Ein Leichtgewicht. Was? Ein Anfänger, dass er keine 90 Minuten aushält. Oh. Hatschi. Keine Sorge. Ich weiß genau, wie man mit dieser Art Superberühmtheit umgeht. Ich werde dir helfen. Es geht nicht darum, dass dein Gesicht auf Anzeigetafeln ist, Klaus. Es geht darum, dass du den Ball ins Netz kriegst. Das kann ich dir auch beibringen. Was habe ich getan? Er ist unbelehrbar. Schon okay, Mann. Das ist eine Menge Druck und es wird etwas dauern, bis du dich an die 90 Minuten gewöhnst. Du hast recht, Jakes. Vergiss das Tor. Wie wär's, wenn wir zu den Klassikern zurückkehren? Weißt du, ein gutes 1, 2... Das glaub, das schaff ich, wa? Alles klar. Mach dich bereit, Big Bo. Klaus wird dir gleich einen Gesichtsschmelzer hinhauen. Das ist mein Junge. Ich habe nie meine Glauben an dich verloren. Oh, 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 nein! Nein! Mindestens 9. Vielleicht aber auch alle, Mann. Genug für heute. Das ist der Druck, Captain. Das ist zu viel für ihn. Die nennen mich einen super Ersatzspieler, aber ich bin eher ein sinkendes U-Boot. Ich ziehe das ganze Team runter. Oh oh, nicht gut, wa? Ihr wisst, was Sie über Klaus sagen. Er ist ein hoffnungsloser Fall. Er ist kein Ersatz für einen Spieler wie El Matador. Aber er hat ein fantastisches Tor geschossen. Ha, das war ein Zufall. Wann kriegen wir unsere neuen Anzüge? Meinst du das ernst? Mir gefällt Ihre Idee. Eines besonderen Anzugs. Besonders. Besonders ist nicht das richtige Wort. Die Powersuits sind wahrscheinlich die unglaublichste Erfindung, die ich jemals erfunden habe. Sie können den schwächsten Spieler im Nu in eine absolute Legende verwandeln. Außer, dass sie... Was war das? Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ihr die Labortür immer schließen sollt? Stopp den Eindringling! Wenn der Super-League-Ausschuss erfährt, was wir hier machen, machen die kurzen Prozess mit uns! Lasst mich ran. Ihr habt die Labortür nicht geschlossen. Aber es scheint, als wäre unser Eindringling eingesperrt. Wenn ihr wollt, dass eure Verträge nächste Saison verlängert werden, dann solltet ihr diesen Lauscher schnappen! Vielen Dank, dass Sie sich für einen technikalen Überanzug entschieden haben. Anpassung beendet. Einen schönen Tag noch. Die Welt darf keinen meiner Pläne erfahren. Insbesondere nicht von der Regierung bleiben! Der Eindringling, nicht du! Ich kann sein Gesicht nicht sehen. Tu etwas! Hier ist die Polizei! Wir haben sie umzingelt! Ah, die große Taschenlampe. Eine gute Wahl. Wer würde sowas tun? Ja. Ah. Das ist dein Werk. Du bist besessen von diesen Anzügen. Nein, Boss. Wer auch immer sie sind, sie können davonlaufen. Und zwar mit 600 Stundenkilometern. Aber sie können sich nicht verstecken! Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nee! Das bin nur ich, Klaus, bei einem abendlichen Spaziergang! Hm.
Ich muss nicht niesen. Morgen versuchen wir das beim Training, wa? Yo, Klaus, wir müssen zum Training, Mann. Hab keine Angst, okay? Heute wirst du wieder zu 200% gut sein. Ich komm gleich, okay? Ha, und ich dachte, dass ich schon lange bei dieser Sache brauche. Okay, Klaus, von hinten nach vorne. Du schaffst das, Kumpel. Ich habe dich noch nicht ganz aufgegeben. Dribbling! Yay! Wow! Whoa. Also, das ist Dribbling. Eins, zwei, Mann! Ja! Yeah. Endlich legt er richtig los. Nein. Im Gegensatz zu vorhin. Weißt du, wie lange er auf Toilette gebraucht hat? Mann, du hast total gerockt. Hab's dir doch gesagt, Mann. Du hattest das von Anfang an in dir. Was ist dein Geheimnis, Klaus? Sieht gut aus, Toni. Sie sollten rauskommen und sehen, was die Jungs machen. Das sehe ich auch von hier. Sie trainieren, sie legen sich ins Zeug, sie tun alles, was ein Profisportler tun sollte. Aber einer da draußen war ein böser, böser Junge. Böser Junge! John J. Johnson Jr. hat den Anzug nicht. Toni, Sie müssen mir Gut. glauben. Wenn John J. Johnson Jr. den fehlenden Anzug nicht hat, wer dann? Und wer will etwas, das nicht funktioniert? Spieltag hier im Hub. El Matador sitzt auf der Bank und alle fragen sich, wie liefen die Vorbereitungen der Super Strikers? Ja, und kann Klaus vom Super-Austauschspieler zum Superstar aufsteigen? Die wahre Frage ist, können wir unsere Kommentare heute nur in Form von Fragen bringen? Ich denke, das können wir. Das war keine Frage, Brenda. Das auch nicht, Mac. Nun liegt es an Mr. 90 Minuten. Chuck T. Chipperson, vielleicht habe ich dich unterschätzt. Ja, vielleicht aber auch nicht. Rasta! Bin unterwegs, Mann! Der gehört mir allein! Haben wir Klaus unterschätzt? Das ist der Klaus-Faktor. Aber wer hat den bedacht? Wiedersehen! Kleiner Scherz. Mac? Mac? Das ist deine Frage, Brenda. Das ist der Einfluss von El Toro. Alles gut. Warum hat der Coach Klaus so lange geheim gehalten? Moment, geheim? Ein geheimer Vorteil. Ich kann es nicht glauben. Heute wurden Helden gemacht, Mac. Auf jeden Fall, Brenda. Klaus war auch nicht schlecht. Klaus. Du bist super, Klaus. Ich weiß gar nicht, warum du dir Sorgen gemacht hast. Du hast den Ball und das Stadion. Zum Beben gebracht, Mann. Gutes Gefühl, oder, Muchacho? Hey, sauber bleiben! Super, Mann.
Das war cool. Ich wünschte, die würden mich bejubeln, verstehst du? Und nicht diesen Anzug. Wir schaffen das, Toni. Ich hab's im Gefühl. Unsere harte Arbeit wird sich auszahlen. Ruhe! In jedem hart arbeitenden, engagierten Team gibt es einen, der aufs Schummeln beharrt. Hä? Nein, sagt T. Chipperson, ich hatte Unrecht. Jemand anders hat unseren Powersuit geklaut. Klaus! Sie funktionieren? Sie funktionieren nicht! Aber Klaus spielt wirklich gut. Oh, vielleicht, weil er ein guter Spieler ist. Glaubt ihr etwa nicht an Talent, harte Arbeit und Einsatz? Aber der Anzug ist immer noch unser geheimer Vorteil. Funktionieren sie jetzt? Nein, aber weil Klaus einen Überanzug trägt, betrügt er. Und ich bin sicher, dass die Super League das gerne wissen würde. Selbst wenn die Super Strikers uns 5-0 schlagen würden, würde das Spiel für ungültig erklärt werden. Sie werden es nicht nur für ungültig erklären, sie würden sie aus der Super League werfen. Tyrannosaurus Hans, ich tanze wie ein T-Rex, T-Rex. Du hast was getan? Oh Mann. Tja, das hat mich überstark gemacht. Ich war wie ein Superheld, verstehst du? Schneller als eine Kugel, stärker als ein Zug. Oh, nein. Wow, 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 nicht cool, Mann. Oh. Tony Vern hat es erfunden? Oh. Krass. Höchst unehrenhaft. Schande! Du bist mit sofortiger Wirkung suspendiert, Klaus. Und es wird eine vollständige Ermittlung geben. Von dem Club und von der Liga. Das tut mir leid, Coach. Jungs. Das reicht nicht aus. Du hättest es besser wissen. Coach, warten Sie mal. Was? Und ich dachte, meine Konfliktbewältigung wäre mies. Das war fies, Mann. Klaus weiß, dass es falsch war. Ich habe ihn nicht getroffen, weil ich böse bin auf ihn. Ja, sicher, ja. Schneller als eine Kugel? Stärker als ein Zug? Oh, ja, ja. Dieser ja. Überanzug funktioniert so überhaupt nicht. Hä? Warum spiele ich denn dann so gut? Weil du gut bist. Coach, ich habe gehört, dass der Anzug runtergefahren ist, bevor angepfiffen wurde. Okay, ich lasse dich spielen. Aber nach dem Spiel folgt eine vollständige Ermittlung. Du weißt, was zu tun ist, Klaus. 1, 2, 3, Super Strikers! Ich weiß, was zu tun ist. Die Party ist vorbei. Ich decke dich jetzt. Wie mein Freund Shake sagt, sprich mit deinen Füßen. Wir sind an dir dran, Klaus. Das Spiel ist vorbei. Und wie ich gerne sage, lass deinen Füßen Taten folgen, wa? Wer ist der böse Junge? Super League Vermittlung. Hallo? Ich würde gerne einen neuen interessanten Für Fall melden. Für die Spiel der Woche drücken Sie bitte die 1. Ja. Ich bin gut. Für die Ergebnisse der letzten Woche drücken Sie bitte die 2. Für die der vorletzten Woche die 3. Um den Super League Klingelton herunterzuladen, drücken Sie bitte die 6. Um ein Foulspiel zu melden, drücken Sie die 7. Wen ruft Tony Warren zu so einem Zeitpunkt an? Wahrscheinlich seine Mutter, Brenda, denn Klaus sieht unheimlich aus. Ja, erziele Tore, Klaus. Für Drohungen und Bestechungen drücken Sie die 2. Für Ausrüstung, die Leistung steigert, drücken Sie die 3. Ich hab den Anzug vorher nicht gebraucht, dann brauche ich ihn auch jetzt nicht. Ich schaff das. Du gehst unter. Nicht unter, Chuck. Ho, ho, ho.
mein Training dann funktioniert. Das war nicht dein Training, Trottel. Naja, okay. Du hast es total gerockt, Mann. Zu cool, selbst für... Oh, oh. Klaus von Schierkart, Klaus von Schering, Klaus von Klaus. Ja, bitte? Wie kann ich helfen? Ich bin Agent 1, das ist Agent 2. Wir sind vom Super League Disziplinarausschuss. Meine neue Findung hat funktioniert. Bereitet euch darauf vor, aus der Super League geworfen zu werden. Ich hätte schwören können. Es scheint, als hätten wir einen schweren Fehler gemacht, Herr von... Klaus. Klaus. Uns wurde die Information gegeben, dass jemand hier im Harp einen Überanzug nutzt. Aber... Du? Ich wusste es von Anfang an, komm zurück, sofort! Und du dachtest, ich wäre verrückt! Aber ich habe das hier bekommen. Hier ist der Überanzug zurück. PS, funktioniert nicht. Kriege ich jetzt Ärger vom Super League Disziplinarausschuss? Du kriegst keinen Ärger vom Super League Ausschuss. Du kriegst Ärger von mir und dem Tyrannosaurus. Alles klar, Männer. Seid ihr bereit reinzuhauen? Alles wird gut, Block. Mein Bord und ich sind schon viel größere Wellen gesurft, ohne einen Kratzer abzubekommen. Bord sieht aus, als wäre Feuerwehrwagen drüber gefahren. Gut, gut. Vielleicht haben wir ein paar Kratzer abbekommen, aber kommt schon. Wir sind die Super Strikers von Teuniger. Seht ihr? Gemeinsam sind wir nicht zu stoppen. 89 Minuten sind vorbei und es war ein super Spiel! Lock, pass auf linken Flügel auf. Super Gleichgewicht und Haltung von North Shore. Er sucht Shakes mit einem langen Pass. Tor! Tor! Ein weiteres Spiel ohne Gegentor. Wie schafft ihr das Woche für Woche? Es ist, als würde man Wellen reiten. Man muss alles geben, konzentriert bleiben und unter Druck immer cool bleiben. Ha, was weiß der schon über Druck? Keine Sorge, wir werden dem Windbeutel schon die Luft rausquetschen. Super Verteidigung gegen Nakama. Ihr habt mit Leichtigkeit eine der besten Offensiven der Liga gezähmt. Aber Hydra wird euch einer schwereren Prüfung unterziehen. Ihr Hochdruckspiel hat schon einige der besten Verteidigungen der Super League zerschmettert. Ah, bitte! Die Schwimmflügel von Klaus haben mehr Druck als diese Typen. Ja, als ich letzte Mal aufgepustet hab, war mir schummrig. Nun, ich habe Hydra ein paar gute Teams schlagen sehen. Korrekt. Passt auf, oder wir sind die Nächsten. Seht, wie viel Druck Hydra auf den Garn ausübt. Hydra schließt die Lücken und blockt alle potenziellen Pässe, was zu Fehlern der Verteidiger führt. Diese Jungs müssen irre trainieren, um so gut am Ball zu bleiben. Ihre Ausdauer ist wirklich beeindruckend. Nichts, womit unsere Verteidigung nicht umgehen kann, oder Coach? Nun, Block ist der beste Tackler der Liga. Eagle Eye erkennt Gefahren aus weiter Ferne. Essen stecken zwischen deine Zahlen. Ja? Danke. Aber North ist unsere Schlüsselfigur. Durch sein eng verknüpftes Spiel mit dem Mittelfeld werden wir den Druck etwas lösen. Wo wir beim Thema Druck wären, schaut euch das hier an. Ein Tiefdruckgebiet steuert direkt auf das schwimmende Stadion zu. Das hört sich nicht gut an. Das ganze Stadion könnte im Sturm untergehen. Ja, unter den größten, fiesesten, krassesten Wellen, die ihr je gesehen habt. Wuhu! Mir wurde versichert, dass das schwimmende Stadion den schwersten Stürmen standhält. Ah ja, Leben auf offener See, Wind in den Haaren, salzige Luft in der Nase, Möwe auf dem Kopf.
Au! Gib es mir zurück, du dummer Vogel! Sieht aus, als hättest du einen neuen Fan, El Matador. Wenn er ein Haar haben will, muss er wie alle meine anderen Fenster verzahlen. Was macht eine Möwe mitten auf dem Ozean, Mann? Schau. Ich vergesse immer, wie beeindruckend das schwimmende Stadion ist. Wow. North, das Stadion ist dort. North? Hey, Jungs, ich glaube, mit North stimmt etwas nicht. Vielleicht wurde er hypnotisiert. Oder gegen ein Double ausgetauscht. Noch schlimmer. Gute Brandung. Das mächtige Gebrüll, das Ihre Majestät allen kundtut, die es wagen, sich ihr zu nähern. Die gläserne Oberfläche, die unsere Unbedeutsamkeit im Universum widerspiegelt. Das ist der Surfhimmelmann! Das ist nicht drin, North. Ich kann nicht riskieren, dass meine Schlüsselfigur vor dem Spiel verletzt wird. Aber die Wellen! Sorry, North. Keine Wellen für dich. Aber wie wär's mit ein paar Hütchen? Nicht so cool, Coach. Seid ihr bereit? Wir wurden bereit geboren! Na dann, auf geht's! Sehr gut, North. Danke, Coach. Wenn du im Spiel so spielst, werden die Jungs von Hydra unter Druck stehen. Runter von meiner Welle, Loser. North Shore macht sich gut. Echt gut. Mist, das kommt unserer Strategie in die Quere. Was sollen wir tun, Liquido? Das ist einfach. Wir bringen ihn ins Wasser. Mann, diese Hochdruckverteidigung hat mich fertig gemacht. Wie schaffen die das 90 Minuten lang? Das ist egal, Mann. Wir haben den perfekten Mann, um ihre Strategie zu brechen. Perfekt? Brechen? Hör auf, mich daran zu erinnern, was mir entgeht. Keine Sorge, Mann. Nach dem Spiel wirst du genug Wellen surfen können. Wo wir sind bei Thema Spiel. Hey, schaut euch diese Trotteltruppe an. Ich hoffe, ihr Loser habt eure Schwimmflügel mitgebracht. Ja, Logo, die sind in meiner Tasche. Verzieh dich, Liquido. Ernsthaft. Eine ganz schön dicke Lippe für jemanden, der immer nur im Weißwasser herumplanscht. Du tintenfischgesichtiger Anfänger. Wow. Das hat er nicht gesagt. Ziemlich weise Worte für jemanden, der so oft auf dem Kopf landet. Versteht ihr irgendetwas von dem? Nee, aber es hört sich ziemlich aufregend an. Warum kommst du nicht in mein Revier für ein kleines Rennen? Die Wette gilt. Na, Shaw, du hast dem Coach versprochen, dass du dem Wasser fernbleibst. Ja, warum bleibst du nicht ein braver Junge und hörst auf deinen Coach? Lass mich, Mann. Jetzt warten wir ab. Kümmere dich nicht um den, North. Ja, er ist derjenige mit dem Tintenfischgesicht. Oder war es ein Fischtintengesicht? Ja, North, du bist unser Glücksbringer. Schau mal, Luftschleus seid die Nummer 8. Wir brauchen dich ruhig und konzentriert. Entspann dich jetzt, surfen kannst du später. Aber ich relaxe beim Surfen. Hey, Jungs, wisst ihr? Schau. Hey, Jungs, denkt ihr, dass ich etwas fangen werde? Dich hat schon was gefangen, Mann. Hä? Du dreckiger Hosendieb, komm zurück oder ich lasse dich verhaften. Jungs, ich wirklich muss euch etwas Wichtiges... Wow, die Polizei ist aber wirklich schnell hier. Dies ist eine Warnung vor hohem Wellengang. Sorgen Sie dafür, dass sich alle gekümmert wird und begeben Sie sich zur nächsten Luftschleuse. Luftschleuse? Hört sich ernst an. Bedeutet das, dass Sie das Spiel absagen? Nein, das ist übliches Prozedere. Lasst uns sicher gehen, dass alle da sind. Das ich euch versuche zu sagen. Ich, North Shore, heute noch nicht gesehen. Keine Sorge, Mann. Ich bin sicher, North ist bereits drin und entspannt sich. Und nun hol ich mir dich. Beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. Sorry, dass ich dir die Welle ruiniere.
Mann, das ist mein Kopf, auf dem du da gerade rumhackst. Wenn ich Liquido in die Finger kriege, werde ich... Oh nein, das Spiel! Ich muss zurück zum... Stadion? Wow! 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 Wow ist da vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Wir waren ja schon auf irren Abenteuern, aber das bringt es auf ein ganz neues Niveau. Ja, unter Meeresniveau. Man sagt, am Meeresgrund ist es während eines Sturmes am ruhigsten. Zumindest bis das Spiel losgeht. Wo wir beim Spiel sind, hat jemand North gefunden? Das haben in Norths Zimmer gefunden. Moment, ihr denkt doch nicht, dass... Ich bin nutzlos. Alle verlassen sich auf mich und ich lasse sie im Stich. Du musst auch ziemlich am Boden sein. Ich wette, dein Zuhause ist da unten. Ich denke, deswegen wolltest du auf meinem Kopf leben. Du hast absolut recht. Ich darf nicht so einfach aufgeben. Das ist ziemlich weit unten. Denkst du, ich schaffe es? Danke, Mann! Du bist der Beste! Weißt du was? Warum pennst du nicht auf meinem Bord, bis ich wiederkomme? Falls ich wiederkomme. Jungs, ich habe alles getan, was ich konnte. Das Stadion ist für die Dauer des Spiels verriegelt. Oh, nee. Was? Sprich das nicht mal aus, Mann. Wenn jemand alleine mit dem Meer umgehen kann, dann ist es aber North. Unsere ganze Strategie basiert auf ihm. Chris, geht es dir besser? 100%, Coach. Gut, du bist in der Startelf. Hydra gegen die Super Strikers. Live aus dem schwimmenden, sinkenden Stadion. Ich habe ja von feuchten Bedingungen gehört, aber das ist einfach lächerlich. Wo wir bei lächerlich sind. Aus irgendeinem Grund hat Coach Chris anstatt North ins Herz der Super Strikers Verteidigung gesetzt. Ich habe gehört, bei euch ist ein Mann über Bord. Ach ja? Was weißt du denn davon? Hey, ich habe versucht, ihn zu warnen, dass die Brandung nur was für Profis ist. Ein Tauchgerät? Aber warum? Wow! Ein Unterwasserfußballfeld! Das nenne ich mal Hochdruckfußball. Als würde man in Zeitlupe spielen. Krass, Mann! Cool, aber super anstrengend. So arbeiten die an ihrer Ausdauer. Warte mal. Hydra, das Spiel! Ich muss sie wissen lassen, dass ich hier draußen bin! Vorbei und es läuft nur in eine Richtung, Brenda. Die Super Strikers sind noch nicht aus ihrer eigenen Hälfte gekommen. Was für ein Schuss! Und ebenso gut gesichert von Big Ball. Aber der Reserveverteidiger scheint hier absolut überfordert zu sein.
Die Superstrikers-Fans müssen sich jetzt erst recht fragen, wo North Shore ist. Das tue ich auch, Brenda. Mann, das sieht gar nicht gut aus. Hydra geht nach einem brillanten Treffer von Liquido in Führung. Ohne North geht es mit den Super Strikers abwärts. Die zerquetschen uns wie ein gigantischer Oktopus. Die Super Strikers sind absolut ratlos ohne North Shores verknüpfendes Spiel. Du sagst es, Mac. Ohne die Brücke zwischen Verteidigung und Angriff treten sie nur auf der Stelle. Oh je! Der Hydra-Kapitän macht mit seiner unglaublichen Können das 2:0! Mann! Im Fall eines gigantischen Oktopuses, den roten Knopf drücken! Treten die Super Strikers nicht mehr auf der Stelle. Sie gehen unter. Komm schon, Chris. Dir geht's gut. Schau da. North Shore wird von einem gigantischen Oktopus gejagt. Okay, vielleicht auch nicht. Er lebt. Aber nicht mehr lange. Wir etwas tun müssen. Gut, sie haben mich gesehen. Dafür brauchte ich nur einen riesigen Oktopus und ein futuristisches Unterwasser-Jetpack. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Hey, es ist wie Twisting Tiger gesagt hat. Glückszahl 8. Luftschleuse Nummer 8. Ich komm gleich nach. Halbzeit fängt gleich an, aber es scheint ein Problem auf der Bank der Superstrikers zu geben. Kann mir jemand verraten, warum sich all meine erstklassigen Verteidiger in Luft aufgelöst haben? Nicht Hello! Was? Hey Leute! Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich hab es satt, seekrank zu sein. Okay. Alles gut, Chris. Alles gut. Wie hat er es wieder reingeschafft? Egal, es steht 2:0. Er kann nichts dagegen tun. Die zweite Halbzeit ist in vollem Gange und die Verteidigung der Super Strikers ist wieder voll da. Aber warum haben sie North Shore erst jetzt reingebracht? Wer weiß, warum die Trainer machen, was sie machen, Brenda. Die Männer in Rot legen 2:0 zurück. North hat ganz schön viel zu erledigen. Schön, dass du mal reinschaust, North. Ich hoffe, du bist besser im Fußball als im Surf. Liquido! Du hast mich absichtlich zu Fall gebracht, damit ich das Spiel verpasse. Ha, das war ein unschuldiger Fehler. Das ist, weil du dir meine Welle geschnappt hast. Und der ist für Shakes. Gerade erst aufs Feld gekommen, hat North Shore sich schon hervorgetan. Das mir ist hier egal. Diese Züge sind außerirdisch. Ich glaube es nicht. Nur noch wenige Minuten zu spielen und die Super Strikers haben den Ausgleich geholt.
Jungs, lasst noch nicht nach. Das bringt mich auf eine Idee, Captain. Vielleicht kann ich mir einen Plan der hiesigen Tierwelt borgen. Er will die Hose von Hydra klauen? Brillant. Nicht die Möwe, der Oktopus. Seid ihr bereit, rauszugehen und Druck auf Hydra auszuüben? Yeah! 1, 2, 3, Super Strikers! Ich denke, man kann sagen, dass die Super Strikers auf unentschieden aus sind. Ich habe die Jungs vom Coach noch nie so defensiv spielen sehen. Ich denke, der Druck setzt ihnen langsam zu. Feiglinge! Alle Mann nach vorn! Zeit, diese Angeber nach Haus zu schicken! Hydra schickt immer mehr Spieler nach vorne, aber die Super Strikers bleiben ruhig! Gut, Männer! Überraschungs-Oktopus-Attacke! Die Super Strikers haben Hydra absolut überrumpelt! Irritierender Möwenpass! Ah! Zwei Arme bringen es nicht, Mann! Gegen mich brauchst du mindestens 8. Was für eine Leistung von Nutzer! Und was für ein Comeback der Super Strikers! North, du hast wirklich Spuren hinterlassen. Auf dem Feld und auf ihrem Stadion. Mann, bin ich froh, dass mein gefiederter Freund ein neues Zuhause hat. Die Löwe war also die ganze Zeit auf unserer Seite? Was für ein edles, majestätisches Tier. Warum, du Bestie? Wenn ich dir in die Finger kriege, mache ich Hackfleisch aus dir. Jetzt! Wie Sie gerade erlebt haben, habe ich, Uragiri, jeden Spieler nach Japan eingeladen, um Nakama anzugreifen. Bisher konnte kein einziger dieser Schwächlinge unsere neue Verteidigungstaktik durchbrechen. Idiot! Niemand kann Nakamas Disziplin, Aufopferung und Hingabe standhalten. Die Super League gehört so gut wie uns. Denkt ihr, Uragiri führt etwas zu Schilde? Man tut er das nicht. Uragiri hat sich in der Vergangenheit schmutziger Taktiken bedient. Aber dieses Mal hat er etwas viel Gefährliches vor. Die perfekte Verteidigung. Disziplin, Aufopferung, Hingabe. Und krauses Haar. Coach, ich hasse es, im Regen zu trainieren. Wann werden wir die Angriffszüge üben? Ja, bei den Super Strikers geht's um Flair und Style. Nicht dieses Mal. Der einzige Weg, wie wir Nakama schlagen können, ist, wenn wir uns an ihre Disziplin anpassen. Das bedeutet, Training in Formation, Essen in Formation, Entspannung in Formation. Nach links! Nein, 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 nach rechts, nach rechts! Ah! Und vergessen Sie nicht das Feuern in Formation, oder, Jungs? Wo wollt ihr denn hin? Es gibt ein absolut krasses unterirdisches Einkaufszentrum direkt unter uns. Mit den besten Läden? Einer dreistöckigen Spielhalle. Und vor allen Dingen dem weltbesten Friseur. Dieser Regen tötet meinen Stil. Der einzige Ort, an den ihr geht, ist zurück zu euren Zimmern.
Was? Aber Kabe, meiner Tante, hat er versprochen, dass ich jemand aus Tokio mitbringe. Denkt ihr, Uragiri lässt Nakama am Abend vor einem Spiel ausgehen? Mhm. Ich denke nicht. Oh. Ich weiß, dass das hart ist, Jungs. Aber wir müssen dem Coach vertrauen. Er ist voll drauf konzentriert, Nakama zu schlagen. Rasta hat recht, Mann. Coach ist wirklich auf Nakama konzentriert. Vielleicht ein bisschen zu sehr. Ja, ja, perfekt. Sensei! Oh. Miko, schleich dich nicht so an. Was machen Sie? Sie wissen doch, dass ich die Super Strikers mit harter Arbeit und nur mit harter Arbeit schlagen möchte. Dieses Mal müssen wir nicht schummeln. Unsere Verteidigung ist undurchdringbar. Was machen Sie dann? Ich schreibe dem Coach einen Beileidsbrief. Sehr geehrter Coach, der zweite Platz ist nicht so schlimm. Es sei denn, es gibt nur zwei. Sie sind mies. In Liebe, Uragiri. Was denkst du? Unterschätzen Sie die Super Strikers nicht. Sie sind ein ebenbürtiger Gegner. Sie haben nicht die Disziplin, unsere Defensive zu durchbrechen. Deswegen muss ich andere Wege finden, um mich bei Laune zu halten. Oder möchtest du, dass ich einen fiesen Plan aushecke? Nein, nein. Das ist ein bisschen besser, denke ich. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Ich muss mich jetzt um ein wichtiges Geschäft kümmern. Ich habe eine große Überraschung für den Coach. Tante Hertha, bitte verzeih mir. Ich werde es dir zeigen, Uragiri. Wer ist da? Halt! Wo geht ihr hin? Wir schlafwandeln. Ja, richtig. Okay, erwischt. Aber ich brauchte eine Pause von Coach-Training. Essen-Information, Schlaf-Information. Zu viel Information. Wir gehen nur für eine Stunde ins Einkaufszentrum. Nichts Wildes. Tut mir leid, Jungs, aber wir müssen in Formation bleiben. Also muss ich mitkommen. Das perfekte Geschenk für den Coach. Eine Trophäe in Form einer Toilette, wenn wir die Super Strikers schlagen. Oh nein! Hast du schon den? Wenn sie mich sehen, wird die Überraschung ruiniert. Oh wow, das ist super hier. Was wirklich super ist, ist meine Frisur. Schaut mal, diese Monstermaske sieht genauso aus wie Uragiri. Die ist definitiv so hässlich wie er. Tante Hertha wird die lieben. Findest du nicht, dass du genug Geschenke hast? Nein, ich habe bisher nur diesen aufblasbaren Käse, ein paar Brettspiele, eine Karte des Einkaufszentrums, diese Kamera-Sonnenbrille und diese coolen leuchtenden Schnürsenkel sind für mich. Das ist der nutzloseste Kram, den ich je gesehen habe. Nein, ist es nicht. Psst, seid ruhig, Jungs. Wir wollen doch nicht, dass uns jemand erkennt. Ja, wenn der Coach erfährt, dass wir uns rausgeschlichen haben, sind wir tot. Oh, sie ist weg. Wer rastet, der rostet. Oh, ich zeig euch, was passiert, wenn man sich über Uragiri lustig macht. Hey, schaut alle her, das sind die Super Strikers. Schaut, sind sie es wirklich? Sind sie? Wir sitzen in der Falle. Vielleicht nicht. In der Karte steht, dass uns diese Tür an die Oberfläche bringt. Sicher? Entweder das, oder wir müssen uns den Coach stellen, wenn er uns morgen in der Zeitung sieht. Sieht mir mein Gesicht! Und ich dachte, die Toilettentrophäe würde den Coach wütend machen. Warten wir ab, bis er das erfährt. Zurück! Zurück, ihr Teufel! Ja! Ja! Perfekt! Ich brauche hier eine kleine Pause. Wow, wo sind wir hier? Wow, das ist verrückt. Wartet, das bringt mich auf eine Idee. Das wird das beste Urlaubsvideo.
Wo sind wir? Klaus, gib mir mal die Karte. Okay. Das ist nicht die Karte. Das ist ein Leiterspiel. Aber sie sehen sich sehr ähnlich. Mann, das Leiterspiel hat mehr Sinn ergeben als das. Ich wollte doch nur gut aussehen für das Spiel und jetzt kommen wir vielleicht nicht einmal hin. Wir hätten auf den Coach hören sollen. Ich habe ja von Ratten im Untergrund gehört, aber das ist lächerlich. Da! Meine armen Haare! Schlaft gut. Ihr werdet es brauchen. Ich brauche auch etwas Schlaf. Tante hat aber ihre Geschenke nie bekommen. Klaus, das ist es. Der aufblasbare Käse. Man muss nur die Leine ziehen und... Warum habe ich nur den Schweizer Käse genommen? Halt dich fest! Armer Klaus! Alles, was von ihm übrig geblieben ist, sind seine dummen Schnürsenkel. El Matador, er trägt sie noch! Richtig! Hey Klaus! Es scheint, als wäre der Kram, den du gekauft hast, doch nicht so nutzlos. Geschafft! Aber wir sind nicht die Einzigen. Bodentauben. Ich hasse Bodentauben. Bleibt ruhig. Sie tun uns nichts, wenn wir ihnen keinen Grund geben zu... Zurück! Das ist Tante Herthas Käse! Klaus, hier drüben! Hey, Klaus, lass den Käse fallen! Nein, der ist für Tante Hertha! Oh, wow! Wenn der Coach das nächste Mal eine Ausgangssperre verhängt, halte ich mich dran. Ja. Einkaufen ist heutzutage viel zu gefährlich. Ich bin so müde. Immerhin hat niemand gemerkt, dass wir weg waren. Und ich möchte, dass es so bleibt. Hey, mein Urlaubsvideo! Ja, der einzige Beweis für unseren kleinen Einkaufstrip. Kommt schon, wenn wir nicht etwas Schlaf kriegen, wird Nakama uns fertig machen. Und dann macht uns der Coach richtig fertig. Raus aus den Federn, Super Strikers! Es ist Zeit, Nakama zu zeigen, woraus wir gemacht sind. Dunkle Gewitterwolken ziehen über den Gashoku-Stadion auf. Eine irre Kulisse für ein irres Fußballspiel. Nakamas Verteidigung ist schwerer zu knacken als eine Walnuss. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann sind das die Super Strikers. Hey, aber die Männer in Rot müssen in Topform sein, um das Spiel zu gewinnen. Der Coach lässt sie spielen, obwohl sie sich nicht an die Regeln gehalten haben? Was für ein undisziplinierter Idiot. Es sei denn, er weiß es nicht. Tokio ist eine teure Stadt, Super Strikers. Und euer kleiner Shopping-Trip könnte euch teuer zu stehen kommen. Und los geht's! Nun, das sollte mal jemand Shakes und El Matador sagen. Pass den Ball, Mann! Was sollen die Spielchen, Uragiri? Warum öffnen sie nicht die Nachrichtung Findernis heraus? Vergessen Sie es. Ich falle nicht auf Ihre Tricks rein. Aber Ihre Spieler haben doch... Das Einzige, was mich jetzt interessiert, ist Ihre Verteidigung zu knacken. Nakama in Ballbesitz. Und die Super Strikers holen ihn sich zurück. Nakama holt ihn sich zurück.
Und die Strikers revanchieren sich. Nakama! Super Strikers! Nakama! Super Strikers! Hey, ich habe das Gefühl, dass ich Tennis kommentiere. Warum sind die jetzt schon so erschöpft? Sie haben wohl zu viele außerplanmäßige Aktivitäten, Coach. Ha, was wissen Sie denn davon? Nur das, was ich in der Nachricht gesehen habe. Warum schauen Sie es sich nicht selbst an? Wird nicht passieren. Oh. Bisher ist es ein heiß umkämpftes Spiel. Aber langsam zieht Nakama die Schrauben an. Und die faulen Stürmer der Super Strikers sind nicht gerade hilfreich. Sie sollten mindestens zurücklaufen und verteidigen. Insbesondere gegen ein so gut organisiertes Team wie Nakama. Sieh dir all den Platz an, den sie ihnen zum Anfang geben. Was für ein Schuss! Oh je! Und Big Bow verstößt gegen die Gesetze der Schwerkraft, um das Spiel ausgeglichen zu halten. Nakama läuft uns in Grund und Boden. Und das ist komplett meine Schuld. Die Strikers versuchen, Nakama mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, aber es funktioniert einfach nicht. Wenn die Stürmer nicht in der Verteidigung aushelfen, werden die Männer von Couch absolut überrannt werden. Shakes, El Matador, Klaus, habt ihr kein Wort von dem gehört, was ich euch im Training gesagt habe? Wo ist die Disziplin? Die Super Strikers werden da draußen richtig gefoppt. Hätten sie gestern mal nicht so lange geshoppt? Wovon reden Sie da, Uragiri? Schauen Sie sich erst die Nachricht an, dann können wir übers Geschäftliche reden. Zum Beispiel, in welchen Geschäften ich Ihre Spieler gestern gesehen habe. Ich bin gut darin. Du willst was machen? Wenn das so weitergeht, werden wir verlieren. Haus hoch! Aber Coach ist ganz irre drauf. Wer weiß, was er mit uns anstellt, wenn du es ihm erzählst. Tut mir leid, aber ich muss das tun. Das Spiel hängt davon ab. Huh? Coach! Was ist los, Shakes? Nun, ich wollte Ihnen sagen... Wie gut Sie aussehen! Ist das ein neuer Anzug? Waren Sie nein, beim Friseur? Nein, das nicht. Ich wollte sagen... Wie wundervoll es ist, in einem solchen Team wie bei den Super Strikers zu sein. Das macht mich stolz. Nein! Genug! Setzt euch und seid still. Da draußen ist etwas gehörig schiefgelaufen. Und ich weiß, wessen Schuld das ist. Meine. Was? Oh, so knapp! Bitte, Shakes. Klaus, El Matador und ich sind zu erschöpft, um bei der Strategie zu bleiben, weil wir die letzte Nacht unterwegs waren. Das erklärt, wovon Uragiri gesprochen hat. Vor einem großen Spiel? Was habt ihr euch gedacht, Mann? Absolut nicht cool, Mann. Aber es war nicht unsere Schuld. Ja, wir wollten nur für eine Stunde ausgehen. Aber dann wurden wir von ihren Fans in diesen riesigen unterirdischen Tunnel gejagt. Dann sind wir auf den Ophioblasen Käse im Fluss runter. Und wurden dann von Kanalratten angegriffen. Wow, das ist die schlechteste Ausrede, die ich je gehört habe. Ja, fast genauso schlecht wie eure Leistung. Echt lustig, Jungs. Ich hab den Beweis. Wart, ich muss meiner Tante Hertha doch was mitbringen. Wer hätte das gedacht? Sie sagen die Wahrheit. Was ihr getan habt, war leichtsinnig, unverantwortlich und absolut unprofessionell. Und vor allem war es meine Schuld. Ich war so darauf konzentriert, Uragiri zu schlagen, dass ich nicht gesehen habe, dass es nicht die Art der Super Strikers ist, so defensiv zu spielen. Vielleicht hätte ich das nicht getan, wenn ich eurem natürlichen Angriffsstil vertraut hätte. Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, das Spiel zu gewinnen. Richtig, Coach? Ja, sicher. Kommt schon, Jungs. Laufen wir raus und gewinnen dieses Spiel auf Super Strikers Art. Nee, da ist eine Tante Hertha. Könnte es sein? Und Big Bow läuft einen weiteren Angriff von Nakama aus. Der Schlussmann der Super Strikers hat sein Team eigenhändig im Spiel gehalten. Oh, Coach, ich habe Ihnen im Einkaufszentrum ein Geschenk besorgt. Sie werden nie erraten, wen ich da gesehen habe. Komm schon, Jungs, das ist unsere Chance, das hinzukriegen. Das sieht schon eher aus wie die Super Strikers. Großartiges Wechselspiel der vorderen drei. Wird dieser Angriff die Blockade lösen? Shakes muss treffen! Aber die Nakama-Verteidigung wirft ihm die Tür ins Gesicht! Nicht einmal die mächtigen Super Strikers sind Nakamas Verteidigung ebenbürtig. Und es sieht so aus, als würde der Coach einwechseln. Das überrascht mich nicht, Brenda. Shakes, Klaus und El Matador konnten heute das Tempo nicht halten. Sorry, Coach. Die Ersatzmänner werden sich besser anstellen. Ja, wir setzen uns einfach auf die Bank
wo es schön trocken ist. Ich wechsle euch nicht aus. Was? Ich brauche euch nämlich für meine nagelneue Strategie. Es ist eigenartig. Es ist riskant. Es ist total loco. Es ist perfekt. Das Spiel ist fast zu Ende und der Spielstand ist unglaublicherweise noch ausgeglichen. Aber noch ist es nicht vorbei, Mac. Die letzten Minuten sind immer die härtesten. Und die Super Strikers greifen ein letztes Mal an. Ich finde, das sieht eher aus wie Ausdruckstanz. Was auch immer es ist, es funktioniert. Nakama scheint nicht zu wissen, wie man gegen diese sprunghaften Bewegungen ankämpfen kann. Haltet sie auf, ihr Idiot! Wo bleibt denn die berühmte Nakama-Disziplin, Uragiri? Ich halte das nicht mehr länger aus. Dann bringen wir es nun zu Ende. Ich kann das nicht, ich bin zu müde. Aber ich habe alle Energie der Welt. Ich verstehe es nicht. Wie konnten Sie meine ultimative Verteidigung knacken? Ich habe eine neue Technik gelernt. Von der haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört. Die ist ziemlich unbekannt. Hi-ya! Gut gemacht. Ihr habt uns stolz gemacht. Entspannt euch und habt Spaß. Aber nicht zu sehr. Zu spät, Coach. Oh, komm schon! Ich kriege das nie wieder aus meinen Haaren! Es steht unentschieden hier in Strikerland, während das Heimteam sich der Mächtigen von Azula nimmt. Dancing Rasta wählt seinen linken Mittelfeldspieler Cool Joe. Den Flankenkönig. Bleib geschmeidig. Bleib in Bewegung. Ja, Cool Joe. Lass mich gut aussehen, Kumpel. 5, 4. Hau rein und beweis es euch. 3, 2, 1. Los Santos hat keine Antwort darauf. Er lässt ihn nur sehr verärgert zurück. Und da rutscht der Flankenkönig zur Feier wieder auf seinen Knien. Der funkige Tore-Heiland. Sie lieben dich, Cool Joe. Du denkst, sie jubeln jetzt? Dann warte mal auf heute Abend. Richtig gehört, Leute. Heute Abend gibt's im Park ein Konzert von Cool Joe and the Froze. Wir werden da sein, Cool Joe. Ich will dein Autogramm. Ha, 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 wir wollen auch dein Autogramm, Cool Joe. Wir wollen auch dein Autogramm, Cool Joe. Das ist cool. Cool Joe kriegt die Mengen im Strikerland und hier mit dem Froze. Ja, Shakes. Aber weißt du, diese ganze Funkmusik-Sache, das mag niemand so richtig, oder? Ha, yo, El Matador. Sieh zu und lern. Sieh zu und lern. Spiel ein bisschen Rock'n'Roll, Mann! Ein bisschen New, Nyang, Nyang, cool, du, wie wär's mit ein paar Boyband-Klassikern? Du könntest berühmt werden, wa? Nee? Yo, Leute, willkommen im Park! Wir haben einen Song über Azul. Respekt an eines der besten Teams der Super League. Aber wir haben es euch heute gezeigt. Hey, das ist echt gut. Wow, Cool Joe's Band ist der Hammer. Alter, ich wünschte, ich würde da oben stehen. Die Boyband-Klassiker würden mir mehr gefallen. Da. His skill is out of sight. Er ist perfekt. Absolut perfekt. Ein paar Kniffe hier und da. Und er wäre noch perfekter. Hol den Patron.
Also, bedeutet das, dass du dich vom schönen Spiel verabschiedest? Niemals, Mann! Ich liebe Musik, aber ich liebe Fußball. Gut. Weißt du, wer als nächstes dran ist? Du musst mich nicht an Colossus und Iron Tank erinnern, Mann. Das werden ein paar große Spiele. Mr. Joe? Mr. Cool Joe? Ja? Wir sind A und L. Wow, Moment. Sie meinen, Sie sind die multimillionenschwere platinverkaufende Hitmaschine? Das sind wir. Und wir wollen dich zu unserem nächsten Hit machen. Iron Tank! Ja, Oberstvorbuster! Was ist der Schlüssel zum Sieg über den Feind? Training, Vorbereitung und Zielstrebigkeit, Oberstvorbuster! Der andere Schlüssel! Können, Oberstvorbuster! Nein! Der Schlüssel ist, die Schwäche des Gegners zu können! Die Schwäche des Gegners! Hört auf zu wiederholen, was ich sage! Hört auf zu wiederholen, Wer sind Sie? Ich bin der Neue. Sie haben mich aus der taktischen Division hergeschickt. Ja, aus der Division der mickrigen Würstchen. Ha. In der taktischen lernen wir, unser Gehirn zu benutzen. Ein Denker? Ein Ideenhaber? Das wollen wir mal sehen. Die Super Strikers sind gerade sehr stark. Sie werden die griechischen Insekten nächste Woche schlagen. Aber wir werden ihre Schwäche finden. Ideen? Die Schwäche ist, sie sind zu gut. Er hat recht. Die Stärke wird zur Schwäche, Männer. Die Stärke wird zur Schwäche. Finde die Stärke und wir finden die Schwäche. Wow, groovy. Ein irres, angesagtes Studio habt ihr da. Nun, es kann dir gehören. Allein dir. Unterschreib hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Willkommen im Team. Groovy! Wir haben eine großartige Idee. Anstatt dass du Groovy sagst, warum nicht einen eigenen Slogan haben? Wie? Wie? Cash is the wow! Oh. Steht im Vertrag. Dieser Slogan wird deine Visitenkarte, dein unverkennbares Sound. Aber ich habe ein unverwechselbares... Steht im Vertrag. Oh, ganz nebenbei. Wir haben große Pläne, um deine ersten Single Plutonium zu bringen. Plutonium? Steht im Vertrag. Silber, Gold, Platin, Plutonium. Das ist Gru. Kescheisse, wow. Ja, jetzt hast du's. Und wir haben noch weitere Ideen. Wenn wir heute sehen, wie Colossus gegen Strikers spielt, müssen wir uns fragen, was sind die Stärken der Super Strikers? Was sind die Stärken der Super Strikers? Irgendwelche originellen Ideen? Wie steht's mit dir, Ideenhaber? Der sehr coole Torjubel der Stürmer? Okay, ich habe dir eine Chance gegeben. Ignoriert den Neuen! Tut so, als würde er nicht existieren! Mal sehen, was wir noch finden können, ja? Was für ein Spiel hier im Strikerland, Mac! Wir sollten es eher einen Kampf nennen! Schau dir ihre Größe an! Das ist erst eine der zwei großen Herausforderungen für die Super Strikers! Heute Colossus und Iron Tank am Wochenende! Bleib geschmeidig, bleib in Bewegung, hau rein und beweis es allen! 5, 4, 3... Komm schon, Kumpel! Lass mich gut aussehen! 2, 1... Hä? Wir sehen selten, dass Shakes und El Matador die nicht hinkriegen. Hey, Cool Joe, mein Kopf ist hier. Ich merke, du bist mit dem Kopf woanders, Mann. Ha, yo, El Matadors Kopf war ganz woanders. Die Flanke war absolut perfekt. Konzentrier dich einfach aufs Spiel, Mann. Verstanden, Captain. Bleib geschmeidig, bleib in Bewegung, hau rein und beweis es allen. Keine Schwäche. Oh. Das fand ich eine Torheit. Kapau! Kapau! Ich glaube es nicht. Der Neue hatte wirklich recht. Wo ist er? Ignoriert den Neuen. Tut so, als würde er nicht existieren.
Seid ihr verrückt? Ihr habt ihn mit den Ziegen auf dem frostharten Alpentras gelassen! Aber was kann das mickrige Würstchen denn schon tun? Er wird uns helfen zu verstehen, wie Cool Joes Kopf auf Abwege gekommen ist. Kapau! Kapau! Okay, Jungs, wir brauchen Tore. Aber Iron Tank stellt uns gerne große Hürden in den Weg. Wow, Coach! Es sieht aus, als wären Ihre Super Strikers Actionfiguren in der Wäsche eingegangen. Nein, das sind maßstabsgetreue Modelle. Models? Wo? Ja, Konzentration. Lasst euch nicht einschüchtern. Keine Chance, Coach. Saubere Abnahmen und bringt den Ball an die Flügel. Cool Joe bringt ihn dann durch die Verteidigung zu uns. Ja, Cool Joe. Wo ist Cool Joe? Wo ist Cool Joe? Weiß das wer? Die Zeit bleibt nicht stehen, Mann. Ich nehme an, Sie haben eine Übung für uns, Coach. Richtig. North Eagle Eye und Block agieren für unsere Stürmertruppe als Verteidiger von Iron Tank. Klar, Block ist dafür auch geeignet. Aber entsprechen wir diesen absoluten Mutantenverteidigern? Ich habe da etwas, das euch helfen wird. Wow! Robotermäßige Körperpanzerung! Genial! Unter Super Strikers. Stürmer. Yo! Aha. Entschuldigt, habe ich was verpasst? Dich umzuziehen? Schließ dich der Angriffstruppe an und bereite dich darauf vor, Iron Tank entgegenzutreten. Hm? Ja! Sorry, Mann. Yo, Shakes. Das Tor war Groo. Oh, ja, das soll ich ja nicht mehr sagen. Was? Groovy? Ja, Groo. Das. Warum nicht, Mann? Steht in meinem Vertrag. Ha! Das einzig Lustige, das in meinem Vertrag steht, ist, dass der Club niemanden einstellen darf, der besser aussieht. Nicht in meinem Super Strikers Vertrag, Trottel. In meinem Plattenvertrag. Weder groovy noch funky, nicht mal Mann. Was darfst du dann sagen? Kescheisse wow! Hä? Kescheisse wow! Wie nochmal? Kescheisse wow! Ihr versteht das nicht. Und nun lasst mich das tun, was Cool Joe am besten kann. Ich dachte, das wäre Fußball. Johann Uber, the groove remover. Funky's not his style. And I thought he missed the ball. And then he did it twice. But there ain't no use in a cross with no receiver. Das passt einfach nicht. Stimmt, das ist falsch. Und es steht nicht im Vertrag. Whoa, 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 whoa. Was ist los, Mann? Das war gerade echt gut. Das passt einfach nicht. Wir haben einen Song, der besser passt, um eine Multimilliarden-Debütsingle zu werden. Cool, Joe? My love for you will go on and on and on and on forever and ever, my darling? Es ist ein fünfstimmiger Song darüber, wie es sich anfühlt, eine Person zu lieben. Und zwar für immer und immer. Und immer. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich... Aber es wird morgen veröffentlicht und wir haben noch keinen definitiven Plutonium-Hit. Steht im Vertrag. Du brauchst unbedingt eine Plutonium-Nummer-1-Debüt-Single. Um den Weg für eine Musikerkarriere zu bahnen. Okay, okay. Versuchen wir es mal. Ich habe morgen ein großes Spiel. Und wenn ich groß sage, meine ich groß... Geschwister, wow! Wow, das ist verrückt. Was? Unsere Berühmtheit oder dieser lächerliche Song? Hey, Kumpel, es ist eingeschlagen. Alle hören den Song in Schleife. Ja, bei mir ist es auch eingeschlagen, aber nicht so, wie es sollte. Komm schon, so schlimm ist es nicht. Cool Joe? Cool Joe, wir sind's. Wir rufen mal. Steht im Vertrag. Dein Song ist ein Monsterheld, mein Freund. Kaschissa, wow. Wir haben einen Auftritt für dich arrangiert. Schon morgen. Da kann ich nicht, Mann. Ich habe ein Spiel gegen Iron Tank. Es ist ein Halbzeitauftritt im Strikerland. Ein Konzert auf dem Platz?
Meinen Platz? Super, denk nur dran. Sei während des Spiels sehr vorsichtig. Wenn dein neuer Look Schaden nimmt... Oder deine Fähigkeit aufzutreten. Bedeutet das keine Plutonium-Hits, keine Tour und kein Halbzeitauftritt. Keine Sorge, Jungs. Ich liebe Fußball. Aber ich lebe Musik. So, mit der Boulevardpresse als primäre Recherchequelle habe ich herausgefunden, dass Cool Joe die Liebe zur Musik wichtiger ist als sein Leben als Fußballstar. Schlagwort! Leben! Boulevard! Oberst! Wie nutzen wir das, um zu gewinnen? Wir peilen den Flankenkönig an. Wenn er sich in seinem Leben als Fußballstar nicht einsetzt, bedeutet das, dass er den beiden Stürmern keine Bälle liefert. Und das bedeutet keine Tore. Mit uns in der Stadt weht ein neuer Wind ins Strikerland. Wir kommen mit schwerem Geschütz. Wir haben es heute mit einem Nichtantritt zu tun. Ganz im Gegenteil, Shakes. Zur Halbzeit werdet ihr eine Show wie keine andere sehen. Ich meine Iron Tank, Cujo. Spielabend im Strikerland. Und die große Frage ist, hat Iron Tank den Schwanz eingezogen? Kann ich mir nicht vorstellen, Mac. Meinst du, der Schiri wird sie wegen falschem Springen verwarnen, Brenda? Was für ein Auftritt, Mac. Bin ich froh, dass sie nicht mit Panzern kommen. Das ist der Platzwart auch. Wow, das ist aber ein Auftritt. Ungefähr so, wie das Cool Joe seine erste Single im Strikerland aufführen wird. Cool Joe, der einzige Auftritt, an den du denken musst, ist deine Darbietung am Ball, okay? Sicher, Captain. Zuerst Fußball, dann der Auftritt zur Halbzeit. Und dann wieder Fußball, oder? Ja. Das Spiel beginnt. Iron Tank geht direkt in die Offensive. Tor springt an Shakes Tackling vorbei. Aber hier kommt der funkige Torheiler. Hier der klobige kleine Angsthase, Brenda. Der Neue ist ein Genie. Ich nehme an, der Captain weiß, wie er die Stärken seiner Kollegen einsetzen muss. Ja, er überlässt das Tackling Block und No. Und die Flanken dem König. Schlagwort! Danke, König, anfallen! Mal sehen, ob der Angriff der Strikers die Iron Tank Panzerung durchschlagen kann, ja? Cool Joe, deine Landebahn endet gleich. Mach dich endlich zum Abflug bereit. Was muss ich jetzt nochmal tun? Sei während des Spiels sehr vorsichtig. Wenn ein neuer Look schaden wird, bedeutet das keine Hits, keine Tour und kein Halbzeit. Nicht das Gesicht, nein! Wie viele Stürmer braucht man für ein perfektes Tor? Keine, wenn solche Flanken geschossen werden. Wir haben Kulchos Flanken ausgeschaltet. Jetzt greifen wir an. Und Tor schafft das 1:0 für die Gastmannschaft. Ich muss sagen, dass es für mich so aussieht, als hätte Kuljo seinen Groove verloren, Brenda. Mann, was ist los mit dir? Wo ist der Flankenkönig? Sorry, Shakes. Ich kann meine Leute jetzt nicht warten lassen. Wovon sprichst du? Wir warten schon das ganze Spiel. Shakes, Mann. Es ist Zeit, ein Lächeln in die Gesichter zu zaubern. Falls das Spiel nicht genug Unterhaltung bietet, applaudiert Strikerlands vielseitig begabten, viele Instrumente spielenden und bald viele Preise abräumenden Cool Joe! Geschisse, wow! Woo! Strikerland! Hier sind Joe und seine Brüder! My love for you is blooming like a flower in the summer sun. Und ich dachte, seine Flanken wären schlecht. The only thing about flowers is they just don't last very long. My love for you will go on and on and on and on. Er ist ziemlich gut, wa? Oder? Mann, sag, dass es nicht stimmt! Stopp, stopp! Das ist eine Schwäche! Gut gemacht, Neuer! Ohne Cool Joe haben die Superstrikers keine Chance! Was habt ihr mit Cool Joe gemacht? Von hier!
Was scheiße! Er ruft nicht an den Nagel! Was habe ich getan? Das bin ich nicht! Sorry, Leute. Ich hab's voll vermasselt. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht noch einen funkigen Jam liefern kann für die Leute im Strikerland. Das steht nicht im Vertrag. Nein! 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 Yeah! 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 I know your skill is out of sight. His funky grooves and his deadly moves. It's all up right. Das ist eine Band, mit der ich was anfangen kann. Das ist cool. Ich habe eine Idee. Wie heißt Cool Joes Plattenfirma? Strikerland! Cool Joe ist nicht mehr damit beschäftigt, die Nummer 1 zu werden, in die Top 10 oder Top 100 zu kommen. Die einzigen Zahlen, um die er sich kümmert, sind dort oben. Und eins verrate ich euch. Da stimmt was nicht. Also lasst sie uns korrigieren. Auf den Kopf, Cool Joe! Den Kopf! 3, 2, 1. Nein! Yeah! Der funkige Torheiler! Jungs, es tut mir leid. Ich habe mir vorschreiben lassen, wer ich zu sein habe. Ja, yeah, und sie haben es vermasselt. Du solltest lieber in einer Rock-Elfen-Band spielen, oder? Biang, biang, biang. Nein, nein, El Matador. Es wird immer Cool Joe and the Froze heißen, Mann. Cool Joe, deine Tour? Durch Japan ist gecancelt. Haha, groovy. Ich werde sowieso durch Japan touren. Und zwar mit meinen Brüdern, den Super Strikers. Was ist mit dir passiert? Funk ist mir passiert. Funk steht nicht im Vertrag. Jetzt schon? Wir haben gerade das Holdout Records gekauft. Und ihr seid gefeuert. Yeah. Yeah. Und was machen wir jetzt mit all diesen... Ich denke, dabei kann ich helfen. Das ist eine fiese und unübliche Bestrafung. Wir werden nie wieder verlieren. Oberst von Push-Up, machen Sie, dass es aufhört. Ah, nein.